Ja, hallo zusammen, liebe Freunde von Espresso TV. Wir sind jetzt hier nicht einfach in irgendeiner Club Lounge, nee, sondern wir sind hier auf der Messe in Milano 2019 bei Mazza. Jawohl, Mazza kommt aus der Nähe von Venedig, Mogliano Veneto. Und jetzt starten wir durch, weil es gibt ein paar neue Sachen hier. Ciao, Mattia. Ciao, Markus. Also Mattia ist Sales Manager von Mazza und spricht auch ein bisschen Deutsch, oder? Ja. Geht so, ja. Und jetzt gucken wir einfach mal die, die Neuigkeiten an. Hey, wow. Gold kennen wir. Ein riesen Brummer. Ja. Wow. Die neue Gold S, die neue Elektronik, ja, die wir hier auf der Messe präsentieren. Das ist schon ein Gerät in Produktion seit ein paar Monaten. Die sind die, zusammen mit der Robur sind die neuen Geräte mit der neuen Elektronik. Ja, ja. Hast du schon gesehen? Und dann auf die gleiche Linie haben wir jetzt den Mario. Ja. Und Koni S. Okay, die Major gucken wir uns jetzt mal an. Ah, hier haben wir was. Das könnte doch so ausschauen, oder? Ja. Das ist die neue Major. Major wie? Also mit der neuen Elektronik, also neue Grinding Chamber. Also. Ja, ja. Das ist alles komplett neu. Was ist auch sehr schön, ist, dass du kannst alles Lift rausnehmen, wenn die Schrauben gelöst sind. Ja. Haha. Einfach reinigen. Und Scheibenmalwerk 83 mm. Genau. Flach. Immer die gleiche. Ja, Motor ist gleich und der Rest ist alles anders. Ja, ja, ja. Wie schaut es mit dem Totraum aus? Das wollen ja immer viele Leute wissen. Ja, das können wir auch. Jetzt geht es um den Totraum hier drin. Das ist das. Das ist praktisch alles. Ja. Also ist sehr wenig und kann natürlich dann auch schön gesäubert werden. Also man kommt super gut dran. Und, ja, das ist ganz auch an, einfach zu reinigen, putzen. Okay, was mir bei Mazza ja immer gut gefällt oder was für mich herausragend ist, ist einfach die Zuverlässigkeit der Mühle. Ich glaube, das ist ein super Gerät, weil bis 5 Kilo jetzt ist wirklich gut, wirklich gut, wirklich schnell. Ja, ja. Und dann zusammen mit der neuen Koni auch, ich denke, das ist wirklich, wirklich gut. Wir haben auch ein neues System für den Portafilter hier. Ja, okay, für den Siebträgerhalter, das glaube ich, hier an der Seite kann man es verstellen. Dann hier die Höhe und was noch, auch hier die Breite, die oder? Breite, genau. Und dann können wir immer auch mit den Taschentuch arbeiten, ja? Ja, okay. Oder mit den... das können wir uns ja hier nochmal anschauen. Wow, echt ein Brummer. Ja. Wow. Ja, und okay, und hier kann man dann den Nullpunkt auch fixieren. Ja, genau. Nullpunkt immer neu machen. Nullpunkt fixiere ich dadurch, wenn sich praktisch beide Mahlscheiben ganz, ganz leicht berühren. Genau. Und dann kann man das hier praktisch den Punkt dann auf Null stellen. Nochmal mit die meiste Regelung. Okay. Und das hier, für was ist das hier? Die sind, meinst du diese? Ja. Um das zu fixieren. Und dann genau, damit nicht jeder dran rumspielt. Ja. Okay, und dann wieder alles verstellt. Okay, dafür ist das hier. Jo. Jetzt gehen wir hier rüber. Ja. Wie kann man das sehen? Auf der Bedientafel können wir mit den Tastatur spielen, also arbeiten, oder mit den Tasten hier. Okay. Das heißt, ganz einfach mit den Siebträger. Hier unten, wenn ich das dann dafür programmiere. Ja. So, wunderbar. Aha. Okay. Cool. Ganz einfach. Oder wenn ich will mit den arbeiten. Language, es ist ja auch interessant, dass das in so vielen Sprachen ist. Wow. Deutsch, Helen. Display. Helligkeit, ja, super. Okay, ja. Standby. Für was ist das? Wegen der neuen EU-Norm? Oder? Ja, ja, ja. Sonst braucht das ja niemand, oder?
Es ist ja wieder sonst. Verbindung, ja, die Verbindung, Informationen, Modus. Okay. Ganz gut ist, die, dass du bekommst den Wi-Fi und ja, ein App, ja. Und du kannst alles über dein Handy machen. Also okay. Kannst du alle wichtigen Daten bekommen aus den Geräten, ja, von dem Tag, ja, bis eine Woche. Okay, prima. Kannst du jetzt das ist hier die obere Tastatur praktisch blockiert, weil das nur unten ist. Genau. Hier, wenn ich praktisch unten mit dem Siebträger dran drücke, fängt es an zu malen. Und hier ist jetzt zum Beispiel eine Pause eingebaut. Genau. Jetzt bei 2 Sekunden und dann geht es, jetzt kann man noch klopfen, weiter, ja, damit sich das dann setzt, damit nichts über den Siebträger drüber läuft. Genau. Okay, und jetzt will ich hier auf die Tastatur gehen, praktisch umswitchen, und da gehe ich jetzt dann in Einstellungen, oder? Ja. Arbeitsmodus? Arbeitsmodus, ja. Also Tastatur oder? Ja, jetzt will ich Tastatur. Und jetzt bekommst du alle Daten. Okay. Ja, jetzt funktioniert es super. Jetzt macht es gleich wieder Pause. Ja, Pause und dann weiter. Ja, cool. Also, und dann das ist nicht aktiviert. Ja, genau. Ha, das ist echt cool. Super. Okay, jetzt machen wir einen kleinen Switch und gehen dann rüber zur Koni. Okay, also bis gleich.